meine Welt liegt still. So möchte ich diesen Morgen heute beginnen, mit einem gepflegten A, weil ich gerade mit der anderen Kamera aufgenommen habe und dann im Nachhinein feststellte, dass ich da den Zeitraffer-Modus eingeschaltet habe, weil ich Langzeitaufnahmen mache von Dingen. Und das ist eine Langzeitaufnahme von einem Video, bringt nicht so viel. Vielleicht, ist egal. Müssen wir jetzt durch, alles normal. Ah, wenn ich schon über kleine Hürden spreche, ne, dann kann ich euch gleich sagen, es ist eine große Hürde, das Video nochmal zu machen. Es ist echt eine große Hürde, ich habe keinen Bock drauf, echt nicht so. Ich sage ja, Montag, ja. Ich sage ja immer, man soll sich über die kleinen Dinge freuen, ne? Sage ich immer, ne? So. Über den Montag, ne? Dass der Montag überhaupt mal wieder vorbeischaut. Ne? Nach so langer Zeit denkt man, kommt überhaupt kein Montag mehr und dann zack ist er wieder da. Ne? Dass man sich über sowas freut. Ne? Oder, also ich sage ja immer, gutes Essen. Gutes Essen, finde ich, ist schon so ein Quell der Freude. Ehrlich. Ich finde, das kann man schon mal so, ach, toll. So Kleinigkeit. Ne? Oder überhaupt, weiß ich nicht, so die großen Sachen, da freut man sich ja sowieso drüber. Ne? Die großen Sachen, also Lotto gewinnen. Ne? So, hat man ja auch nicht alle Tage, freut man sich. Sag mal, yeah, Lotto gewinnen. Jo. Ja. 3,50 €, das ist, also ich meine jetzt 350 Millionen, sowas, das ist auch. Ja, bei 3,50 € freut man sich vielleicht auch. Man sagt, ja Mensch, ich hatte 20 € ausgegeben, 3,50 €, dann habe ich nur 16,50 € ausgegeben. Yeah, so kleine Sachen. Ne? Und ich finde, das klingt immer so leicht. Ich sage das auch immer so daher. Man sollte sich über die kleinen Dinge freuen. Kann ich aber selbst oft auch gar nicht, weil ja vor den kleinen Freuden sind ja die kleinen Hürden. Also man muss oft irgendeine Hürde übersteigen, damit man sich darüber freuen kann, dass man diese Hürde überstiegen hat. Ne? Das Leben ist ja auch jetzt kein Hürdenlauf, weil da könnte man ja auch diese Hürden, man kann ja da durchlaufen, es sind ja immer Mauern. Ne? Und die sind ja oft so hoch, kann man hier gar nicht einzeichnen. So. Also sind schon extrem groß. Kommt hier so eine Mauer hoch. Und ich habe es ja schon mal gesagt, also Briefe wegzubringen ist für mich immer ein Problem. So. Aber andere Sachen sind auch ein Problem. Ne? Und so weiß ich gar nicht, Briefe wegbringen. Also eigentlich ist alles ein Problem. Ne? Eigentlich ist alles ein Problem. So zwischenmenschlicher Kontakt ist für mich auch immer ein Problem. Immer ein Problem. Da habe ich immer Aussetzer und weiß auch nicht, was ich sagen soll. Und ich sage immer das Falsche. Und Steuererklärung, ne? Auch so ein Ding. Ne? Ich meine, ich weiß ja, dass ich es kann, ne? Trotzdem. So, ne? Bestes Beispiel, wirklich das allerbeste Beispiel ist. Ich meine, ich spiele ja jeden Tag sehr viel Gitarre. Und es gibt auch Tage, an denen ich anfange und denke, nö, ich kann das nicht. Und ich meine, deswegen übe ich es ja auch, weil ich es nicht kann. Und dann möchte ich einfach nicht mehr. Dann ist mir das zu kompliziert. So. Und das ist halt Blödsinn. Natürlich ist es Blödsinn. Ne? Weil erstmal ist es nicht kompliziert. Es ist schwierig. Alles ist schwierig. Es ist ja auch schwierig, mit der Depression zurechtzukommen. Also ist halt Blödsinn, nicht zu sagen, ich verstehe grundsätzlich jeden, der mir sagt, das ist mir zu anstrengend. Ich kann nicht mehr. Ich hau in den Sack. So. Verstehe ich jeden. Ja? Auf der anderen Seite ist ja das genau die Herausforderung. Jetzt sagt ja jeder, ich will keine Herausforderung, ich will einfach nur leben. Ich möchte das auch gerne, Freunde. Ich möchte auch gerne einfach nur leben. Ich möchte auch gerne einfach da in der Sonne liegen und mir selbige aus dem Arsch scheinen lassen. Ne? Ich hätte da Bock drauf. So, mal. Einfach mal ein unbenutztes, freies Hirn zu haben, das jetzt nicht die ganze Zeit irgendwelche Sachen in seinem Kopf hat oder auch mal gar keine Sache in seinem Kopf hat. Ich hätte das gerne. Ne? Ist aber nicht, ist es nicht der Fall. Ich muss ja mit dem zurechtkommen, was jetzt gerade da ist. So. Und das heißt, ich bin halt nun mal Musiker unter anderem oder auch Autor. Auch, ich denke mitten in der Geschichte, die ganze Geschichte ist scheiße. Schmeiß es weg, mach was anderes. Mach was anderes, Armin. Werd doch Beleuchter. So, eine lange Ausbildung. Kriege ich auch nicht hin, ne? Wenn ich mir da vorstelle. Weiß gar nicht, welches Licht ich nehmen soll. Es wird immer Probleme geben, egal was ich mache. Und jetzt kann ich natürlich sagen, wenn es immer Probleme geben wird, dann höre ich auf. Ganz, nee. So, das ist ja nicht mein Anspruch. Das denke ich auch nicht. Ich habe ja auch manchmal Spaß an den Dingen, die ich mache. So, an,
an der Kunst zum Beispiel. Ne? Und ich bin ja froh, dass ich was gefunden habe. Ich meine, da kommen wir wieder zu den kleinen Freunden. Ich bin ja wieder froh, dass ich was gefunden habe, dass das mir Spaß macht. Es gibt ja auch Sachen, die mir Spaß machen, aber die bringen jetzt letztendlich nicht so viel. So, also man einfach nur da zu liegen, ist schon cool, aber bringt mir jetzt nicht so viel. Und außerdem, so viel Spaß macht es letztendlich auch nicht. Ne? Wenn ich mal wirklich ungebremst depressiv sein darf, dann ist es mir auch zu langweilig. Ganz oft. So, ne? Ja. Allergien, auch so ein Thema. Ne? So, ne? Macht mir eigentlich Spaß, ne? Aber nervt. Ne? Also macht mir gar keinen Spaß. So, ja. Entscheidend ist ja, also für mich ist es entscheidend, dass ich mich damit auseinandersetze und mich da durchkämpfe. So, und das klappt manchmal ganz gut und manchmal eben gar nicht. So, da muss man auch durch. Es klappt manchmal gar nicht. Tragisch, aber ist so. Und das zu akzeptieren, ist eine kleine Hürde. Dann sich wieder nochmal dran zu setzen. Die nächste kleine, das sind schon zwei Hürden. So. Kleine Hürden, sind immer Riesenhürden. So, ne? Dabei zu bleiben, ist die dritte Hürde. Und es dann auch noch zu schaffen, ist die vierte. Ne? Und die fünfte Hürde ist zu akzeptieren, dass man gerade was geschafft hat. Ne? Es gibt ja schon Leute, die sagen, die mit nach dem Auftritt sagen, ey, du bist ein geiler Gitarrist oder du kannst ja richtig und du bist ja richtig super Sänger und die denken so, nö, bin ich beides nicht. Tausend Leute, die besser sind. Millionen. Wirklich Milliarden auf dem Planeten. Es gibt Millionen Menschen, die besser sind als ich. Ja. Ja. Gibt es kein Argument dagegen. Ne? Ganz einfach. So sehe ich das. Ne? Ich freue mich schon, wenn mir das jemand sagt, aber ich kann es nicht annehmen. Ne? So, ne? Auch so eine Hürde. Ne? Noch so eine Hürde. Lieber diese kleinen Hürden. Ne? Ja. Ein bisschen freue ich mich dann schon. Ein bisschen. Aber das ist... Die Freude liegt unter einer Hürde. Ne? Also wenn ich über die Hürde rüberspringe, dann auch über die Freude. Dann ist sie auch wieder weg. Es ist kompliziert. Ich weiß das alles. Ne? Es ist ja nun mal so. Ne? Aber man muss da durch. Ne? Genauso wie man dann irgendwie so eine mit so einer Kamera dann plötzlich noch. Naja, es ist ja alles egal. So. Montag ist ja eine Hürde an sich. Ne? Also man, so finde ich. Ich weiß auch nicht, warum man mit Montag die Woche anfängt. Lass mal einfach mit dem Freitag die Woche anfangen und dann ist auch gleich wieder Wochenende. Das ist dann einfach nicht so lange. Freitag fängt die Woche an und dann ist Samstag. So, dann kommt Sonntag, dann kommt wieder Freitag. Das wäre eine sinnvollere. So, aber nein. Ja, okay. Ja. Den Dienstag habe ich auch nicht verstanden. Mittwoch weiß ich gar nicht. Donnerstag ist ja diese Woche frei. Können wir doch alles gleich mal zusammen. Ne? Mach die Bruchrechnung, mach mal ab. Man kürzt das. Man kürzen. Freitag ist der Wochentag. So. Und dann doch nur ein halber Arbeitstag. Denke ich dann immer, ne? So, ne? Reicht zum Einkaufen auch. Oh, Allergien. Ja. Es ist viel zu tun. Ich muss noch wirklich sehr, sehr viel machen. Ich bin auch ein bisschen im Stress. Im Stress eigentlich gar nicht. Ich bin einfach nur genervt. Es sind so viele Hürden gerade. Und wir sehen uns am Mittwoch wieder. Und vielleicht am Donnerstag in Lübeck, vielleicht am Samstag in Hamburg, in der Bar Mathilde. Und wenn nicht, dann sehen wir uns eben hier. Schön, dass ihr dabei wart. Es ist auch toll, dass ihr die Hürden übersprungen habt und bis diesen ganzen Scheiß mit Allergie und kleinen Hürden habt ihr euch das angeguckt. Vielen Dank. Wir sehen uns. Sag ich mal so. Ja. Jetzt kommt eine kleine Hürde. Ich muss den Arm ausstrecken bis hierhin. Ganz, ganz kleine Hürde. Also mittelgroße Hürde. So. Bis Mittwoch.